Yo Leute, und herzlich willkommen zurück zu Tech It Hardcore. Und ich habe vor, heute einen Baum zu bauen. Zuallererst möchte ich euch aber erstmal ganz, ganz frohe Weihnachten wünschen. Heute ist ja der Weihnachtsmittwoch in diesem Fall. Also heute ist Weihnachten, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ja, ich habe vor, in diesem Part eine kleine Sache zu machen. Dafür brauche ich einmal 4 Eisen. Ein bisschen Holz, perfekt. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch kein Projekt, das in einem Rutsch jetzt vollendet wird, aber ich kann es ja zumindest mal probieren, das in einem Rutsch zu vollenden. So, perfekt, das haben wir. Dann muss ich nochmal kurz hier reingucken. Haben wir hier... Ah ja, perfekt, das brauchen wir auch einmal. Gut, und dann gehen wir mal raus. Haben wir ein Bett mit dir? Haben wir, glaube ich. Ja, und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen, wenn ihr das Video nach Weihnachten schauen solltet? Oder was habt ihr euch gewünscht? Oder wie, also habt ihr alles bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Würde mich interessieren, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich habe etwas vor, wie man jetzt vielleicht schon ahnen konnte. Anhand dessen, was ich mit, was rede ich eigentlich? Wie man vielleicht ahnen kann, anhand von dessen, was ich im Inventar habe, habe ich vor, eine kleine Sache hier jetzt zu bauen. Ich glaube zwar nicht, dass es sich in einem Part ausgehen wird, aber man kann es zumindest probieren. Und ja, es ist im Endeffekt eine kleine Sache, die jetzt höchstwahrscheinlich hier wieder stehen wird, bis in alle Ewigkeit. Aber ich finde es einfach cool, jetzt das hier mal zu machen. Ich habe das nie früher gemacht. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie man das besser machen könnte, sofern ihr dann gleich wisst, was es ist, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, ich werde das Geheimnis jetzt dann einfach gleich mal lüften. Und zwar möchte ich einen Weihnachtsbaum bauen. Wie gesagt, man konnte es höchstwahrscheinlich schon anhand von dessen, was ich im Inventar habe, ahnen. Und ich habe mir hier jetzt rechts so ein kleines Bild aufgemacht, einfach nur. Und mal gucken, ob wir das hier so zusammenbekommen, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das schaffen werden, aber ich werde es probieren. So, da ist Erde ein bisschen noch. Ist hier noch was runtergefallen? Nee. Nee, sehr gut. Ja. Ich denke, wir werden einfach mal hier, wo ist denn die Mitte ungefähr? Ja, hier so, passt schon. Ein bisschen Spruce Wood in die Höhe packen. Und jetzt werden wir einfach hier einen Baum hernehmen. Mit ein bisschen Bone Meal. Perfekt. Der schaut sogar ganz nice aus. Und jetzt hier einfach mal ganz schnell. Moment, das geht doch so auch, oder? Ja, perfekt. Brauchen wir gar keine Schere. So, und jetzt einfach hier die ganzen Blätter nehmen. Weil die paar Bones, die wir hier jetzt dafür brauchen, die sind nicht der Rede wert. Und von dem her... Achso, okay, wir sollten jetzt vielleicht irgendwie doch das auf Slabpack wechseln. Perfekt, der erste ist abgebaut. Und wir haben schon 52 Blätter. Das schaut ja schon ganz gut aus. Da hinten liegt noch ein Dirtblock, sehe ich gerade. So, und dann werden wir jetzt einfach hier ein bisschen weitermachen. Ich hoffe, dass wir hier eigentlich wir müssen Saplings bekommen. Ich bin ja nur mit einem hergegangen, glaube ich, oder? Ich bin der Meinung, ich hatte nur einen mit. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube nicht, dass ich 3 mit hatte. So, und dann werden wir hier nämlich einfach uns mal die Blätter holen. Denn ich denke, Spruce Wood eignet sich, diese Blätter hier eignen sich einfach am besten, um einen Weihnachtsbaum zu bauen. Weil sie einfach diese Textur haben, diese Nadelbaumartige, und es passt einfach am besten. Ja, ja, wir kriegen hier auf jeden Fall Saplings, weil wir hatten jetzt gerade nur mehr einen und haben jetzt schon wieder 3. Das ist sehr gut. Gut, wir haben jetzt hier über ein Stack schon von dem Zeug und darum würde ich sagen, ne, wir haben 4. Wow. Wir haben schon auf jeden Fall 1,5 Stacks, würde ich sagen. Ne, 2,5 sogar. Und darum würde ich sagen, wir können einfach schon mal beginnen. Ich würde sagen, wir lassen hier unten 3 frei. Dann packen wir hier 4 in jede Richtung mal hin. 4. Na, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir tatsächlich sogar noch mehr nehmen. So. Wir füllen das einfach mal und schauen dann mal, wie es aussieht. Oh.
So, da komme ich natürlich nicht hoch. So, so. Aber ich würde sagen, das ist glatt ein bisschen zu hoch. Zu niedrig meine ich. Zu hoch. So, okay, mal gucken, wie das aussieht. Ja. Ja, oh. Ja. Ja, es ist. Ich würde hier. Ich würde hier jetzt einfach das Ganze unten um eines noch erweitern. Und dann einfach Trick 17 machen und den Boden drunter abbauen. Weil ich mir dadurch sparen würde, dass ich das Ganze alles um eine Höhe, um eine Ebene höher baue. Worauf ich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Lust habe. Und es ist dann aber trotzdem einigermaßen hoch genug. Wir sollten echt die Schere verwenden, um das abzubauen. Aua. So, aber ich glaube, das ist schon die. Ne, das ist die vorletzte Seite, ne? Ja. Oder? Ne, das ist die letzte. Perfekt. Jetzt müsste das Ganze eigentlich wieder symmetrisch sein. Beziehungsweise nicht symmetrisch, sondern quadratisch. Und das schaut auch sehr danach aus. Und jetzt werden wir hier einfach diese ganzen Flächen hier füllen. Und jetzt können wir auch gleich wieder einen neuen Baum anpflanzen. Weil das einfach enorm, enorm viele Blätter braucht. Und das ist jetzt aber falsch geworden. Es kann sein, dass wir das... Ach, wie soll ich die Schere verwenden? Es kann sein, dass wir das Ganze jetzt im... Ja, da sind sie nämlich auch schon dahin. Es kann sein, dass wir das Ganze jetzt im Nachhinein noch ein bisschen größer machen müssen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und das könnte natürlich passieren, aber das werden wir dann... Oh, eh sehen. So, nee, 3, perfekt. So, einmal das Lab Pack und ein Bone Meal. Ja, der ist ein bisschen klein hier, der Baum. Aber ist kein Problem. Wo ist die Sonne? Okay, sie ist schon am Untergehen, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier immer zwischen Jet und Lab Pack wechseln müssen, aber es geht sich sonst einfach nicht aus mit dem Abbauen von dem Ganzen. So, da der Baum jetzt ja relativ klein war, haben wir eigentlich fast keine Blätter davon bekommen. Ah, der ist ein bisschen besser. Oh, schon wieder das Lab Pack nicht angezogen. So, perfekt. Wir sind aber schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Folgenlänge, leider Gottes. Das ist sehr schade. Das heißt, wir werden den Baum höchstwahrscheinlich nicht mehr fertig bekommen. Aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hätte vielleicht in der letzten einfach schon anfangen sollen damit. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Aber der Baum hatte sehr viel Laub, sprich noch einen. Und wir sind erstmal mit dem Laub wieder ganz gut aufgestellt. Und dann können wir direkt weiterbauen hier. Na los, abbauen. So, jetzt muss ich mir dann hier mal irgendwo ein Bettchen aufstellen, weil es höchstwahrscheinlich gleich Nacht wird. Jawohl, genau so schaut es aus. So, wo? Ach, da liegt auch überall Laub. Ah. Wie weit das eigentlich rumfällt. Gut, da haben wir hier irgendwo unseren Bag. Und da müsste ein... Ja, da müsste natürlich ein Bett drin sein. Es ist keines drin. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir arbeiten einfach währenddessen auf dem Baum weiter. Indem wir uns hier jetzt mal einfach 4 Fackeln aufstellen. Ja, das ist sehr professionell. Und hier auch noch ein paar. Sodass einfach nicht jetzt gleich von allen Seiten Mobs kommen. Und dann werden wir hier einfach jetzt einfach bei Nacht weiterarbeiten. Viele andere Möglichkeiten bleiben mir jetzt ja nicht. So, da noch eine hin. Die bauen wir dann einfach später ab. Und dann passt das, glaube ich, mal vorerst. So, wir haben wieder 2 Stacks. Das ist sehr schön. So, sehr gut. Jetzt muss ich gleich eh die Fackeln hier wieder abnehmen. Wobei ich könnte einfach... Moment mal, jetzt muss ich mir noch mal das Bild aufmachen. Ah, okay, so. Ich habe nämlich so einen kleinen Bauplan hier mehr oder weniger mir besorgt dafür. Weil ich das einfach überhaupt nicht könnte jetzt hier sonst. Mal schauen, wie der am Ende aussieht. Ich bin ja schon mal gespannt. So. Ja, ist richtig, sehr schön. Jawohl, ich finde, es ist eigentlich eh ganz okay. Also, au, es ist jetzt nicht so schlecht, wie ich mir zuerst dachte.
Perfekt, haben wir eigentlich... Ne, haben wir nicht, okay. Na gut, dann werden wir hier jetzt einfach mal wieder die Blätter platzieren. Das ist jetzt schon wieder der letzte Stack, den wir haben. Es geht so rasant, das ist wahnsinnig. Spawnen hier eigentlich Mobs? Ja, hier spawnen auf jeden Fall Mobs, aber nicht in unserer Nähe. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Oh, jetzt habe ich zwei abgebaut. Ach, ja. So. Eigentlich hätte ich im Hintergrund Weihnachtslieder machen sollen. Das war jetzt wieder dumm von mir. Ich habe kein Teebeet. Naja, gut. Macht jetzt auch nichts. So. Und jetzt müssen wir hier drauf wieder eine, die nur so ist. Bauen. Eine Schicht. Dann mache ich mal die Fackeln jetzt einfach ganz nach oben. Ich weiß nämlich nicht, ob auf Blättern was spawnen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Und bevor mir das passiert, dass hier was spawnt, mache ich es doch lieber so, dass ich es ausleuchte. Man müsste es natürlich eigentlich ausprobieren, aber Mobs auf dem Weihnachtsbaum müssen auch nicht sein. So, jetzt kommen hier wieder drei hin. Okay, jetzt müssen wir einfach mal probieren, ob wir das hier schaffen, dass wir hier jetzt einen anpflanzen. Und von dem, wir können eigentlich auch die Schere nehmen, es macht fast keinen Unterschied. Ja, wir können die Schere nehmen, das ist egal. So. Ah, perfekt. Sehr schön. Ist da rechts jemand? Oh ja, da ist wer. So, hallo, du schießt mich jetzt ab, ich weiß es. Oh nee, nicht mal. Komisch. Gut, wie auch immer. So, nächster Baum. Und der hat wieder viele Blätter, das ist sehr schön. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken hier. Ja, ich würde sagen, wir sind schon mal ganz gut dabei eigentlich. Also es, wir machen das so, wir bauen den jetzt auf. Und dann bringe ich heute einfach zwei Folgen. Und dann wird der nämlich heute auch noch geschmückt, so mache ich das. Weil das muss man irgendwie schon an Weihnachten machen. Das ist sonst ein bisschen traurig irgendwie. So, perfekt. Wir haben das ganze Laub, hoffe ich mal. Wie viel ist es? 1,5 Stacks nur, okay. Aber das könnte schon reichen. Also, 100% sicher, ob es reicht, bin ich mir nicht. Aber es könnte schon mal reichen, auf jeden Fall. Zumindest mal wieder ein bisschen hier. So, wir brauchen dann ja noch die ganze gefärbte Wolle. Die bekommen wir ja sonst nicht. Dann kommt natürlich am Donnerstag keine Folge, aber das ist ja nicht so schlimm. Wenn dafür der Baum noch am Mittwoch fertig wird. Da muss noch einer hin, glaube ich. Na, jawohl. So. Und da muss auch noch einer drauf. So ist zumindest der Plan. Jetzt müssen wir dann eh noch ein bisschen Holz hier drauflegen. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, das mit dem richtigen Ding abzubauen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Ich würde sagen, so ungefähr. Dann kommen da oben wieder die Fackeln drauf. Die unten nehmen wir mit. Na los, komm. Jawohl. So, und jetzt muss hier wieder... Achso, so, wir sind schon so nah da dran. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen Plan gucken, wie der aussieht hier. Der Plan sagt eigentlich, dass wir jetzt hier schon eine Schicht zu viel gemacht haben. Ich sage aber, dass das gar nicht der Fall ist. Gut, jetzt sehe ich die letzte Reihe natürlich nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, die ist... So. Ja, die müsste natürlich... Ja, klar müsste die so sein. Mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ich weiß es ja selber noch nicht. Ich sehe hier nur das Bild. Das sieht okay aus. Aber nicht so perfekt jetzt. So, genau hier. Jawohl. Der hier muss dann ausgetauscht werden. Durch ein Blatt. Genau. Und der muss aber zwei hoch. So. Jetzt haben wir den Baum einmal fertig. Das ist schon mal sehr schön. Den können wir dann direkt nämlich screenshotten.
Sehr schön. Der ist jetzt nicht der beste Baum. Das ist mir bewusst. Aber er ist okay. Er ist hässlich, aber okay. Moment, ich muss mal kurz gucken, wie sähe das aus, wenn wir hier einfach überall die Ecken abnehmen würden. Ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, dass es dadurch ein bisschen besseren Look machen würde. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ecken müssen ab. Gut, das haben wir aber auch gleich. Nehmen wir uns wieder unsere Schere. Und dann haben wir das hier. Immediately fertig. So, zack, zack. Perfekt. Zack, 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 zack. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie ich das hier mit diesen Innenkreisen machen soll. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die auch ab müssen. Da lag noch ein Laub, das nehmen wir uns mit. Sollten wir das wieder dran machen müssen. Ja, die Innenkreise müssen auch runter. Okay. Soweit ja schon einmal so gut. Das haben wir dann auch gleich. Und dann schaut. Ah, das waren zwei. Ist hier ein Pfeil gewesen? Nee. Das habe ich mir nur eingebildet, glaube ich. Oh. Nein. Warum? Oh Mann. So. Da haben wir das schon. Und dann hier auch noch. So. Warum sind jetzt hier wieder zwei gelegen? Zwei abgebaut? Nee, oder? Nee. Gut. Ich finde, der Baum schaut so besser aus. Und jetzt müssen wir einmal Wolle holen. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach runter und besorgen uns Wolle. Das kann ja kein großes Problem sein. Außer es steht ein Creeper im Gang. Oh. Schreckt mich mal nicht so. Und ich würde sagen, diese Wolle besorgen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat und wenn euch der Weihnachtsbaum gefallen hat, dann lasst einen Like da. Schreibt mir, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, beziehungsweise bekommen werdet, in die Kommentare oder was ihr euch gewünscht habt. Würde mich interessieren und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Das habe ich gerade schon gesagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.